Ich speichere nochmal. Eine Sache, die mir auch noch fehlt, die es in Forest 1 gab, man konnte Türen abschließen. Hier geht's leider nicht mehr. Ich würde gerne... was denn? Der hat unsere Dinger kaputt gemacht. Ach, und da kommt noch einer mit dem Knüppel. Das muss jetzt auch nicht sein. Nervig. Nervig, wenn die direkt wieder mit mehreren kommen. Weißt du, die sind einfach so feige. Kann ich hier nicht einen Baumstamm wieder hinstellen? Ja? Okay, sie ist auf Trouble aus. Sie will den Beef. Oh, das kann er mit dem Knüppel, das ist normaler, okay. Ja, ich weiß. Der rennt. Okay, da kommt noch einer. Oh. Ich will halt... Nein, bleib mal weg. Bleib bitte weg. Ich will halt hier nicht die ganze Flussseite zumachen, ne? Mit so einer Palisade, das wäre halt super nervig. Der hat unsere ganzen Köpfe einfach umgerotzt. Unfreundlich. Okay, ich glaube, die gehen. Komm. Nee, komm. Wir gehen einfach. Wenn die gehen, lass die gehen. Wir müssen nicht kämpfen, weil ich würde... Weißt du, ich bin ein Macher, kein Zerstörer. Ach, der rennt immer noch gegen den Fluss. Der rennt immer noch gegen... Ja, was soll ich ja sagen? Der ist halt ein Idiot. Was wir machen könnten, wäre eine schöne Schädellampe, ne? Aber würde ich... Würde ich vielleicht später machen. Das Problem ist, wir können nicht pennen, solange die da sind, ne? Okay, weißt du was? Ich probiere mal was. Ich probiere mal gerade was. Ich meine, wir haben gespeichert, ne? Ja, ich weiß. Wir haben ja gespeichert. Als ob der jetzt einfach hierher kommt. Shit. Okay, ich habe gespeichert. Der hat uns erwischt. Wir konnten nicht nach unten schlagen, aber er konnte von unten uns treffen. Das war nice. Ich lade einfach mal. Ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder im Camp aufzuwachen. Ich weiß, das geht. Aber ich hab da gerade keinen Bock drauf. Ich will ein bisschen bauen gerade. Ja. So, warte. Ich gehe nochmal kurz zurück ins Hauptmenü. Wir haben es zum Glück gerade gespeichert. Wir kennen es ja inzwischen schon. So, Einzelspieler weiterspielen. So. Wir brauchen für nachts halt wirklich noch eine Schädellampe im Haus. Aber ich will das Haus halt erstmal fertig machen, ne? Und dann die Lampe reinballern. Weil sonst hängt die Lampe nämlich da, wo wir die nicht haben wollen. Und ich habe das Gefühl, die Lampen gehen so gut wie der Vogelkäfig. Wieder Fangkäfig. Okay. Wir machen das gleiche Prinzip wie immer. Wenn die ankommen, gehen wir mal kurz auf Reisen irgendwo hin. Und dann lassen wir die despawnen und kommen gleich wieder. Dann sind die nicht so nervig. Okay. Dann können wir auch gleich hier irgendwo schlafen. Da sind die Nächsten.
Es ist einfach erstaunlich. Ich frage mich, wie die sich alle ernähren hier. Hier ist so eine, also teilweise so eine Überbevölkerung. Hier ist mehr los als am verkaufsoffenen Samstag. Guck mal, da sind die nächsten schon wieder. Die sind hier einfach überall. Auf Schritt und Tritt Ureinwohner. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Da gönne ich mir mal einen Schluck aus der Pfütze. So. Also ich glaube, du hast hier halt wirklich nur ein paar Minuten Ruhe zwischendurch und das war's. Das finde ich... Ich persönlich finde es ein bisschen over. Das war in Forest 1 ein bisschen besser gebalanced. Hier ist es sehr... sportlich. Okay. Sind die noch da? Weißt du was? Ich schlag mal kurz mein Zelt irgendwo da hinten auf. Dann pennen wir mal kurz, dann sind die bestimmt weg. Hier so, keiner da, prima. Herr Karnickel ist da, dann nehme ich mal ganz kurz hier die Alufolie. Und wir machen hier mal kurz irgendwo so eine Knack- und Backgeschichte. Hier so. Rein da. Und ruf da. Okay. Ja, komm, ich schlaf einfach. Bitte, 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 bitte. Ja, wunderbar. Och, Alter! Alter! Überall! Die sind einfach überall! Das kann doch nicht wahr sein! Die ganze Insel krepelt einfach nur vor Ureinwohnern! Junge! Da muss doch mal irgendwo eine Pause drin sein! Nasengeräusche. Was machst du? Pflanzt sogar was an? Wow. So, wie sieht's aus hier vorne? Yo, wieder ein bisschen ruhiger. Oh nein, wir haben geladen. Die Baumstämme sind alle weg. Und Kelvin. Und Kelvin. Baumstämme weg, Ureinwohner da. Oh ja, die Baumstümpfe sind wieder da. Hä? Die Baumstümpfe, die vorher weg waren, sind jetzt wieder da. Gut. Hey, Kelvin. Hast du Baumstämme? Okay, das mit den Baumstämmen ist wirklich frustrierend. Ich weiß, es ist Early Access, aber dafür, dass überall Ureinwohner sind und die werden gespeichert. Die werden gespeichert, aber die Baumstämme nicht. Das ist ein Reh. Das ist halt wirklich schwierig, wenn man halt ein größeres Bauprojekt hat und dann einfach viele Bäume abholzt. Und dann kommt Luigi vorbei oder wieder die 30. Gruppe von irgendwas. Und dann musst du halt irgendwann laden, weil es aber nicht mehr geht. Oder weil du einfach mal deine Ruhe haben willst vielleicht. Und dann ist alles einfach weg. Alles weg. Ach ja, sein Command ist auch nicht mehr gespeichert, ne? Naja. Wir gucken mal.
Und ich weiß, es wird jetzt 100 pro Leute geben, die sagen, ja, es gibt ein Lager für Baumstämme. Das bringt mir nicht viel. Ich brauche die Baumstämme direkt. Ich verbrauche die Baumstämme direkt zum Bauen. Ich will die gar nicht lagern. Das würde die gleiche Zeit kosten. Und wenn Ureinwohner vorbeikommen, dann hast du die noch nicht alle im Lager. Weißt du, was ich meine? Oh nein, falsche Richtung. Naja. Ich muss die ja nicht holen. Ich muss die ja nicht holen. Ich kenne einen, der es macht. Aber vielleicht... Vielleicht trickse ich mit dem Lager. Ich glaube, ich trickse mit dem Lager. Ich glaube, ich mache ein Lager auf die Wasserseite. Ich hoffe nur, die Ureinwohner zerstören... Ach, das können die gar nicht zerstören. Stimmt. So. Aber dann kann der Kollege erstmal die Sachen da drin sammeln, statt die am Wasser zu sammeln. Das ist, glaube ich, eine gute Option. Dann rennt er auch nicht dauernd den ganzen Umweg. Ich glaube, das mache ich. Das Problem ist nur, alle Baumstämme, die rumliegen, sind trotzdem weg. Timber! Okay, pass auf. Folgendes. Okay, das ist ein Reh. Gut. Folgendes. Hier wäre, glaube ich, super. Warte mal, wir waren das nochmal. Versorgung. Vogelscheuche. Oh, Vogelhaus wäre auch gut. Nee, hier war die Lager, ne? Stocklager, Steinlager, Stammlager. Kostet nur 8 Stöcke. Hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Wie passen denn da rein? 3 oder was? Warum sieht das so low aus? Wie kann ich ihm jetzt sagen, dass er die hier reinballert? Kann ich... Hör mal. Baue Feuer. Baue Unterschlupf. Okay. Hol Stämme und Behälter füllen. Oh, das ist neu. Geil. Hat sie wieder Hunger? Kaninchen totgetreten und erstmal roh essen. Oh. Ach, ich mag sie. Okay, das funktioniert. Das funktioniert. So, na gut. Wir werden vielleicht noch mehr als einen Behälter brauchen. Kannst du mal das Kaninchen aus dem Gesicht waschen, bitte? Okay, von der Seite kommen die hoffentlich nicht rein. Hoffe ich. Ich bin unsicher. Okay. Einen hier drauf und einen hier drauf. Hallo? Nein. Hier und hier. Dann machen wir hier auch erstmal zu. Und hier würde ich am liebsten auch zumachen oder zumindest irgendwie ein bisschen Wand. Habe ich Hunger? Naja, ein bisschen. So. Wir können dann gleich auch ein paar... Weißt du was? Ich mache das mal eben. So. Machen wir mal so. So. Achso. Ich müsste hier halt noch einen hinbauen, ne? Aber irgendwie geht's nicht. So, was denn? Ja, ich baue bald die Setzkästen. Keine Sorge. Ich baue die bald. Aber du hast gerade gegessen. Ich habe das gesehen. Dankeschön. Lass dir schmecken. Ja, 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 ja. Ich kann die auch anbraten, weißt du? Ich würde die auch braten. Sie spielt gern mit dem Essen.
So. Wieso kriege ich hier eigentlich keinen? Okay, warte mal. Ich mache mal Folgendes. Ich habe das Gefühl, ich mache die hier nochmal weg. Wobei, na, ich guck mal. Was denn jetzt schon wieder? Einfach nur so? Okay. Okay, den kleinen Scheiß bringe ich erstmal hier raus. Oh. Dann hier. Naja. Ich könnte, wenn ich wollte. So. Okay. So. Aber hier fehlt immer noch so ein Dingensbalken, ne? Ich muss doch hier diesen Hochbalken machen. Wieso geht der denn nicht rein? Vielleicht von der anderen Seite? Das ist, glaube ich... Das war Mutantenschrei, oder? Das war kein Ureinwohnerschrei. Ach, da kommt... Kelvin, was machst du denn hier? Hau doch ab, du lockst doch die Mutanten wieder an! Alter! Du dumme Sau! Oh, ich hasse Kelvin! Ich hasse Kelvin! Oh Gott! Dieser Kelvin! Das ist... Oh Gott! Der hat einfach nur ranzige Butter im Kopf. Das Lager ist voll, natürlich. Ich hoffe, jetzt kann er wieder. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn. Was kann ich. Schatz, was ist denn los? Ach, ist einfach. Die halten mich auf Trab. So. So, wir kriegen das hin. Ja, er versucht durchzukommen, aber er kommt nicht durch. Sehr gut. Ich ignoriere den mal. Für jetzt. Und ich hoffe, Kelvin kommt gleich wieder und sammelt weiter ein. Du kannst nicht immer nur essen. Ich habe auch andere Sachen zu tun. Mann! Es ist wie so ein Sack Flöhehüten ist das hier. Okay, er haut ab, sehr gut. Das ist wie ein Sack Flöhehüten einfach. Ich will doch einfach nur das Haus bauen, damit wir hier irgendwie wohnen können. Auf luxuriösen 200 Quadratmetern. Oh oh. Weder findet die Lücke. Kelvin findet die Lücke nicht. Er findet die Lücke auch nicht. Nein, 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 nein. Ich gehe nicht kämpfen. Ich will das Haus bauen. Lass mich doch immer das Haus bauen. Warum? Warum hassen die mich so sehr? Okay, ich muss... Warte mal. Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal hier wieder weg. Ich baue das mal hier in die Wand erstmal rein. Weil ich den Quer... Also diesen... Nicht Querbalken, du weißt schon. Den Stabilisierungsbalken. Hier. Den kriege ich irgendwie nicht rein. So. Ja. Jetzt geht's. Was denn? War das Mickey Maus oder was? Machst du ja Mickey Maus? Pluto! So. Mickey Maus und die Existenzkrise. Ja, Kelvin ist einfach, ich bin ganz ehrlich, Kelvin ist, Ich muss die Mauer zumachen, glaube ich, ne? Ich glaube, ich muss die Mauer zumachen. Das hilft einfach nichts. Die NPCs sind leider...
beratungsresistent. So, okay. Ach, er ist wieder da. Hat sie wieder Hunger? Ich glaube, sie hat wieder Hunger. So, warte. Okay. Dann haben wir das. Kelvin. Kelvin, kommst du mal bitte? Kelvin, es wäre echt super, wenn du einmal deinen Arsch bewegen würdest. Er hat aus Versehen für 2 Minuten was Nützliches gemacht. Jetzt genießt er, glaube ich, seinen Rentenabend. Die Früchte seiner Arbeit. Ist der schlau? Kommt ihr ins Haus? Ja, ne? Oh Gott. Ich hasse die so sehr, ne? Ich hasse die so sehr. Scheiß auf dich. Okay, krieg ich das Lagerfeuer nicht wieder weg? So, dann ist der Fluch wenigstens weg. Ich glaube, seinen Kopf kriegen wir gar nicht ab, oder? Ah nee, wir kriegen seinen Kopf ab, aber ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich hab's schon mal probiert. Den Kuckuck. Ich bin durstig und hab Hunger. Ich teste trotzdem mal kurz was. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt den Boden hier kaputt mache. Nein! Nein, nein, nein. Ich mach das nicht im Haus. Ich mach das nicht im Haus. Ich frage mich trotzdem, wie ist er reingekommen? Ich glaube, ich mache hier auch zu. Dann kommen die ja gar nicht mehr lang. Und die kleine Lücke auch, wenn es irgendwie geht. Das Problem ist halt, die backen sich immer rein. Und dagegen kann ich nichts machen. Und raus. Rein und raus. Die backen sich, wie es ihnen gerade passt. So. Das sind richtige Motherbagger. Was willst du da machen? So, vielleicht kommt Kelvin ja mal irgendwann wieder. Okay, ich muss was essen. Was trinken wir auch ganz gut. So. Aber ich glaube, wir kriegen eine sichere Hütte hin für den Winter. Ich bin überzeugt. Wir müssen unten noch ein bisschen was machen. Ne, dass wir hier unten zumachen, dass sie nicht unterm Haus rumlaufen. Aber vielleicht baggen die sich da trotzdem wieder rein. Habe ich noch Fleisch? Yo. Dank Virginia haben wir wieder Fleisch. Dann mache ich mal ganz kurz hier ein bisschen. Der Typ hat diesmal übrigens keinen Geldbeutel dabei gehabt, ne? Oder keinen Dingensbeutel. Oh Gott, ich habe den Arm ja noch. Und der Fisch ist abgelaufen, oder? Ja, okay. Ja, sicher, Kelvin. Weißt du, Kelvin? Ganz ehrlich, Kelvin. Was soll ich ja sagen, Kelvin? Manchmal, ich habe auch einfach kein Verständnis mehr. Hi, Kelvin. Ich weiß nicht, wie du... Reingebackt einfach. Ist einfach rein... Ja, genieß die Sonne, Kelvin, ne?
Hast du jetzt genug Pause gemacht mit 7 Stunden? Da würde ich erstmal ausruhen vom Pause machen. War ja auch anstrengend. Der arme Mann muss so viel Pause machen. Ja. Okay. Ich speichere nochmal. Weil die rote Gefahr jetzt vorbei ist. Dann will ich mal wieder als Einziger hier arbeiten gehen. Jetzt, wo der halbe Wald schon weg ist. Gott, die Wege sind so lang geworden hier, ne? Wir hatten so viel Holz. Oh, wir hatten so viel Holz, Mann. Hier ist schon so viel verschwunden. So. Hä? Was war das denn? Okay. Bitte keine Ureinwohner, bitte keine Ureinwohner. Please no, please no, please no. Please no, please no. Oh. Spinnenweben verschwinden dann einfach, okay. So, und ab in die Richtung. Wir müssen mal wieder... Wir müssen mal wieder mit Baumstämmen auf Jagd gehen. Oh. Aber ich guck mal. Haben wir nicht was? Weil wir haben ja kein Fleisch mehr, ne? Okay, hier gehen uns langsam die Tiere aus. Schade. Die sind schwer zu treffen. Aber man kann sie treffen. Entschuldigung. Da kam gar keine Federn raus. Hat sich gar nicht gelohnt. Hä? Oh, okay, das ist gerade sehr ungünstig. Naja. Den wollte ich nicht treffen. Ich muss doch nochmal üben. Aber wir sind eh gerade zu wenig Tiere. Außer vielleicht... Hallo! Schade. Ja, okay. Das hat letztes Mal besser geklappt. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Das haben die bestimmt rausgepatcht. Ja, ich glaube, das haben die bestimmt... Kelvin... Okay, weißt du was? Ich glaube, ich möchte mal was ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Weil gerade im Chat rumgeistert, dass es einen Trick gibt. Aber ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es der war. Was denn? Okay. Es gab in Forest 1 einen Trick. Da musste man quasi immer E-Spammen. Aber das geht hier wahrscheinlich... Das geht nicht. So. Also. Klingt falsch. Klingt falsch. Gut. Das. So nicht. Ich werde mal ein paar Sachen ausprobieren, ja? Oh. Entschuldigung, ich wollte so. Gut, ich nehme mal diesen Maus.
Ach, das ist noch gar nicht voll. Ach, da gehen 6 rein. Okay, klar. Okay. Ne. Leider nein. Sieht auch falsch aus. So ein bisschen ein Hubschrauber, ne? Ist ein bisschen ein Hubschrauber. Okay, leider nein. Was denn? Ich hab so gedacht. Ach so, im Multiplayer. Ja gut, im Multiplayer, da ist was anderes. Hier dann wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade gelesen auch, Entschuldigung, ja, hallo YouTube. Das soll wohl gehen auf dem Multiplayer-Server, wenn einer einen Holzwagen hat oder einer den Holzwagen fährt, dann soll es wohl gehen. Aber da hier keiner den Holzwagen fährt, ich kann ja mal Kelvin fragen. Aber den sehen wir nie wieder. Ah, es wird noch ein bisschen dauern hier. Okay. Es ist einfach. Ja, es ist einfach. Was soll ich denn sagen, Leute? Was soll ich denn? Ich habe doch auch keine Ahnung mehr. Ich gebe mein Bestes hier mit den NPCs, aber ich kann da auch nichts mehr machen. Ich schicke die schon auf eine Förderschule, aber leider. Naja.